Und seid damit wieder recht herzlich willkommen hier bei Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion in einer neuen Folge mit abgeschlossenen Shivering Isles. Ich muss mal ganz kurz hier, Moment, so. Ja, machen wir das mal so hier, Klinge des Lights. Wir müssten jetzt eigentlich erstmal ein bisschen was verkaufen gehen, aua. Weil wir haben so viel Zeug mit uns, das ist nicht mehr normal. Alter, du Lumpensackgedöns, ey. So, Klinge des Leids. Boah, alter Hampelsack, ey. So, mein Freund. Erledigt. Eine Goldmünze hat er dabei, der ist ja richtig reich. Und der hat sogar 8 Gold dabei, der ist ja gleich 8-mal so reich. Okay, so, schauen wir mal eben. Ein Blick auf die Weltkarte. Es gibt sicherlich noch Nebenquesten, die wir hier erledigen können. Wir können ja gerade mal in den Questlog schauen. Gillette natürlich, informierte mich, dass Wahnsinnserz in alten Ruinen zu finden ist. Mhm. Haben wir da eine Markierung? Nee, nicht wirklich. Das ist eigentlich nur... Ach ja, das mit den Rüstungen, da war ja was. Ja, Tove der Rastlose sucht nach Greifzirken und Zangen. Er will jeweils... Ja, gut. Ach, das war das, ja. Ja, das war, glaube ich, auch so eine Endlos-Quest. Rosendorn-Cachet, oder wie das ausgesprochen wird. Ach, das... Ja, das ist aber wieder Cyrodiil, ne? Glaube ich. Oder auch nicht. Wir gehen mal zurück zur Tür nach Cyrodiil und... Boah, jetzt wieder zurück in die normale Welt, ey. Ich... Hat hier nicht sogar Haskell gesessen? Hier haben wir gesessen. Das Metronom hat noch geschlagen, wo wir hier waren. Nein, wir haben hier gesessen. Wir haben hier gesessen, weil hier die Tür ist. Hier hat Haskell gesessen. Und um uns rum das entsprechende Haus, was sich ja dann verflüchtigt hat. Die Tür sieht irgendwie immer noch ziemlich geil aus. Puh. Wir gingen rein als normaler Held aus Cyrodiil und kommen heraus als der Herrscher der zitternden Inseln. Ihr seid der Graufuchs. Bitte tut mir nichts. Ups. Ja. Gut, dass du es sagst. Hätte ich beinahe vergessen. Wir könnten ja theoretisch mal den hier ausprobieren. Wir haben hier noch den Helm. Was haben wir denn noch an Helmen? Wir haben, ja gut, das ist ein normaler Helm. Was haben wir noch? Haben wir nicht noch irgendwie einen eigenen Helm? Irgendwie nicht. Ach komm, dann nehmen wir hier mal das Ding. Das, oh Gott, jetzt sehen wir auch noch genauso aus wie Tardon. Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass wir dieselbe Rasse haben. Ihr seid zu schwer belastet. Ihr könnt mich nicht sehen. Ihr könnt mich nicht sehen. Er auch nicht. Keiner kann mich sehen. Natürlich nicht, nein. Wir sind zu schwer belastet. Wir sind massiv zu schwer belastet. Puh. Ach ja, das Ding, die Maske hier bringt ja, glaube ich, 200 Punkte, ne? 200 Punkte Feder. Wir haben wahrscheinlich keine Federtränke mehr. Und wir können auch keine machen. Ich glaube nicht, nein. Festigen Schnelligkeit. Festigen Stärke hätten wir hier. Hey, wir haben... Achso, Spice Essenz der Leere. Vielleicht können wir was mit festigen Stärke machen. Festigen Stärke? Nee, können wir nicht. Scheiße. Ich möchte auch nichts wegwerfen. Okay, komm, dann machen wir was anders. Bist du böse? Bleibt mir vom Leibe. Ihr habt schon zu viel Zeit da drüben verbracht. Ach, der merkt das sogar. Der sieht echt ein bisschen durch aus, der Kollege. Hui. Flatsch. So. Dann müssen wir mal wieder zurück ans Ufer da drüben schwimmen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie erstmal ein wenig Zeug eingelagert bekommen. Das wäre mal so das Erste.
Vielleicht können wir sogar direkt zu unserer Hütte reisen. Ich denke aber mal nicht. Oh, schau mal, eine Schlammkrabbe. Bombs, da war er weg. Ah, boah, ist hier wieder die Riesen-Map. Kaiserstadt Hafenviertel. Na, wir werden wahrscheinlich sofort gejagt werden. Aber wenn wir schnell genug sind, dann können wir vielleicht das so organisieren, dass wir dort ein bisschen Zeug ablegen. Und auch gleich die Maske dann weglegen. Ja, genau. Dann, lassen sie ja, glaube ich, von uns ab. Wir müssen uns nur ein wenig beeilen. So, da sind wir auch schon in unserer Hütte. Mit unserer Leiche auf dem Bett. Boah, ist das aufgeräumt hier, wie immer. So, dann setzen wir das Ding hier wieder ab. Und dann sagen wir mal alles und gehen mal nach Gewicht. Mal schauen, den Schattenspalter, den werde ich nicht hergeben. Den hier können wir dann mal verkaufen, glaube ich. Den hier behalten wir natürlich. Feuersturm behalten wir sowieso. Den hier können wir dann irgendwann mal verkaufen. Den Elfenbogen auch. Die ganzen Stäbe können wir dann auch irgendwann mal verkaufen. Chiogoras Stab ist heilig. Die hier wiegen ja sicherlich auch einiges, die Pfeile. Ach, wir haben ja auch noch einen Haufen drüben, ne? Ah, reicht schon. Reicht schon, der ganze Laden voll mit Zeug. Wir haben ja auch noch einen Haufen Sachen drüben in den, auf den Shivering Isles. Das sollten wir dann auch unbedingt nochmal holen. So, jetzt können wir vielleicht mal hier dieses Diadem da mal aufsetzen. Oder habe ich das jetzt weggeschmissen? Ne, da ist es. So, jetzt sehen wir ganz besonders toll aus. Wie so ein richtiger Tardon, weißt du? Und dann können wir... Achso, warte mal, jetzt bin ich auch blöd gewesen. Wir können ja mal ein paar Sachen natürlich auch gleich mitnehmen wieder. Die wir dann direkt verkaufen können. Boah, ich kann es doch gar nicht glauben, dass wir jetzt da durch sind irgendwie. Das ist doch so total... Ich weiß nicht, es ist so weit weg. Oh, Mann. So, lass mich mal schauen. Irgendwas habe ich gerade eben noch aufgesammelt. Irgendwas anderes, was ich nicht aufsammeln wollte. Ich weiß nun gerade nicht, was. Wir hatten doch... Achso, ja. Nö, keine Ahnung, was das war. Egal, wir nehmen jetzt erstmal die paar Sachen mit und dann schauen wir mal, was wir verkaufen können. Na? Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen... Die Uhr hat 12 geschlagen. Ist alles in Ordnung, Herr? Ja, ich frage mich nur, wie du so ein Spruch jedes Mal kommst. Geht weiter. Ach man, na, wer erinnert sich noch an dieses Schifflein hier? Da hatten wir ja auch so unsere kleinen lustigen Ründchen. Das Pferd steht immer noch dort. Ich weiß immer noch nicht, warum dieses Pferd hier steht. Das steht einfach immer dort. Aus null Grund quasi. So, hier sieht man schon, die nächsten Anzeichen der Verwüstung wegen uns oder ja, durch uns will ich nicht sagen und wegen uns zum Teil. Wer hilft einem? Ach, jetzt will ich gerade mal versuchen, warte mal. Wir haben ja da, wo wir das die Quest abgeschlossen hatten letztes Mal vor 100 Folgen oder sowas. Ich höre, ihr wisst, haben wir hier jawohl, Akatosh Segen. Die Laiodon Segen bekommen hat. Weil der hält ja nämlich so ewig lange. Das ist ziemlich cool. Jetzt müssen wir nur noch in den Marktbezirk kommen. Dann ist es noch cooler da drüben. Ich gönne mir mal ganz kurz ein Schlückchen. Moment. Von dem ganzen Gebrabbel kriegt man langsam Durst. Vor 18 Minuten ist übrigens... gerade eine Oblivion-Folge veröffentlicht worden. Habe ich gerade gesehen. So. Hi. Wer bist du denn? Ich habe ihn noch nie gesehen. Rochelle Banzien, Samuels Frau. Ich bin so froh, dass er sich als Ausbilder niedergelassen hat und ein ruhiges Leben führt. Wo kommt die denn her? Die habe ich noch nie gesehen. Lebt wohl. Vor allem die Klamotten, bitte. Das habe ich ja noch nie. Die sieht aus wie aus irgendwie jemand so eine aus Bayern oder so. Was ist das? Habe ich ja noch nie gesehen.
Okay, beste Verteidigung. Wo sind wir verkaufen gegangen? Vergoldet? Ja, nee, hier sind wir nicht verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir mal verkauft haben. Gut, na, wir haben natürlich unten in Bravil, soweit ich weiß. So, war Trix jetzt auch so hier? Nee. Hören wir uns. Wer ist er hier? Er kommt mir bekannt vor. So, wir gehen mal zu Jen. Ach nee, jetzt sind das die drei Brüder. Ach, egal, komm. Wir haben auch Gold. Hoffentlich genug davon. Ich freue mich. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Nee, umgekehrt, mein Freund. So, wir gehen mal durch. Diese Stäbe sind zwar ganz lustig und so weiter. Vielleicht behalten wir da mal einen, aber den Rest, den verkloppen wir mal. Können wir noch feilschen? Der ist Geselle. Ich versuche mal noch ein bisschen. Noch ein. Ja, das sieht schön aus. Yeah, mein Freund. Pams. Wunderbar. Was können wir noch raushauen? Chiogoras Stab, natürlich. Nein. So, das den klingt schimmernden nach einem angemessenen Preis. Ja, das will ich ja wohl meinen. So, hier, der ist eigentlich ganz cool, der Stab. Eisschaden 24 Punkte. Den hier brauchen wir nicht mehr. Den hier werden wir wahrscheinlich nie verwenden, weil der total sinnfrei ist. Den hier, ich weiß nicht. Ach komm, hau mal weg. So, die hier können wir verkaufen. Die bringen nämlich ziemlich viel Gold, diese Verführerpfeile. Die Torwächterpfeile, die behalte ich einfach mal aus Prinzip. Die Apostelgewänder können natürlich weg. Was machen die bitte? Licht 10 Fuß. Ach, deswegen haben wir so geleuchtet. Jetzt weiß ich. Ich glaube, ich hatte mich ja da noch gewundert. So, das behalten wir natürlich. Hier hast du Ringe. Das. Und wir haben ziemlich viel Schmuck, mein Freund. Viel Schmuck. So, Elfenbein. Geerdete Stiefel, die werden wir wahrscheinlich auch nie verwenden. Ein Gold-Diamantenringe. Ein Gold-Edelsteinring. Ein Gold-Saphirring. Gold-Amulett. Noch ein Gold-Amulett. Großes Amulett des Glücks werden wir wahrscheinlich nie verwenden. Das ist ein gutes Angebot. Der Akrobatikring, der ist zwar cool, aber ich glaube, den werden wir auch nie verwenden. Den hier genauso wenig. Die behalten wir natürlich. Ja, die ist eh nichts wert. Halskette der Schwerter. Schadenreflektion 33 von. Die ist eigentlich cool. Die behalte ich mal. Die behalten wir. Ja, Unterwasseratmung, die behalten wir auf jeden Fall. Ring der Vollendung haben wir zweimal. Der ist aber auch viel mehr wert. Den verkaufe ich hier nicht. Ring des Verrats behalten wir ebenfalls. Zauberobsession 25.70, den behalten wir auch mal. Rusted Felt Shirt of Blade Turning. Ja, hier. Saft- und Kraftring. Den behalte ich einfach mal wegen dem geilen Namen. Chiogoras in. Das behalten wir natürlich sehr wohl, ganz klar. So, hier haben wir noch einen Gesellendingsbums. Ist doch der hier, ne? Ja. So. Und dann vielleicht können wir auch ein paar Tränke loswerden. Gift der Ausdauer werden wir nie verwenden. Gift der Langsamkeit genauso wenig. Gift der Trennung werden wir auch nicht verwenden. Gift der Übelkeit durchaus mal. Das hier eher weniger. Das hier noch weniger. Schaden, Lebensenergie und Lähmen. Ich glaube, das haben wir selber mal gemacht. Lebensenergie entziehen, das brauchen wir natürlich. Beseitigen brauchen wir, glaube ich, haben wir mehr als genug noch im Lager. Wiederherstellen, Schnelligkeit. Marker wiederherstellen. Krankheit widerstehen. Ihr seid Feuer widerstehen. Achso, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausfeilschen hier. Ich versuch's mal mit 70. Konstitution. Ich kann nicht so. Ach, du bist doch auch ein Lappengesicht. Hier 65, komm schon. Ihr seid ein harter Feilscher. Ja, mein Freund, natürlich. Ein guter Preis für einen guten. So, der kann auch weg. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Skoma ist zwar ganz cool. Ach, der macht festigen Stärke 60 Punkte. Doch, das behalten wir. Festigen Stärke, das können wir durchaus gebrauchen. Ach so, 20 Sekunden. Ach komm, wir behalten es trotzdem. So, das kann weg. Das kann weg. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Das hier behalten wir mal. Das hier brauchen wir nicht wirklich. Das hier. Ach so, oh. Nee. Den behalten wir natürlich hier. Den behalten wir. Den brauchen wir nicht. Ein guter Preis für einen guten. Den brauchen wir nicht. Den auch nicht.
Ein guter Preis für eine... Brauchen wir nicht, wir haben die Kette. Brauchen wir auch nicht mehr. Was? Die behalten wir natürlich, die Spiegelungstränke, weil die einfach krass sind. Den brauchen wir auch nicht wirklich. Oh, das war ein ziemlich teurer gerade, habe ich mitbekommen. Den werden wir wahrscheinlich eh nicht einsetzen. Wiederherstellen, Geschicklichkeit, Trank der Ausdauer, Ausdauer verstärken. Komm, behalten wir mal. Die hier können noch weg. Tut mir leid, wenn wir jetzt so viel am Rumverkaufen sind. Aber wir müssen ja auch irgendwann mal unser ganzes Zeug loswerden, was wir jetzt so gesammelt haben. Das ist ein gutes... Ausdauer wiederherstellen behalte ich mal. Giftteilen behalten wir mal. Den behalten wir. Den können wir weghauen. Ein exzellentes Geschäft. Jawohl. Und Level Up. Siehst du, es hat sich gelohnt. Konstitution brauchen wir nicht mehr. Trank der Macht. Ein guter Preis für ein... Brauchen wir auch nicht. Das ist ein gutes... Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Das ist ein... Brauchen wir auch nicht. Oh, da sind wir auch schon bei den Zutaten. Die werden wir natürlich einsortieren. Hier haben wir noch ein paar Herzen der Ordnung. Und jetzt haben wir hier ja auch noch 100.000 Sachen. Die ganzen Blättersachen, die werden wir mal nicht verkaufen. Die behalten wir. Was ist das? Scherbe der Ordnung zählt als Schlüssel? Okay. Allgemeiner Seelenstein, bla bla bla. Den Bernstein behalten wir natürlich. Den werden wir auch noch durchaus einsetzen. Auch die Matrixen werden wir noch durchaus einsetzen. Bernsteinhammer, wir haben Bernsteinstiefelmatrix und Brustharnischmatrix. Ey, das klingt ja richtig gut langsam. Die Huch, nein. Die Dietriche kannst du auch haben. Das ist die Nuggets kannst du auch haben. Die Perlen kannst du haben. Den Diamanten kannst du haben. Den Saphir kannst du haben. Die Smaragde kannst du haben. Die Perle kannst du haben. Kannst du haben. Die Rubine kannst du haben. Die Saphire kannst du haben. Smaragde, noch mehr Smaragde. Wozu haben wir einen Steinkrug hier? Den Topas kannst du haben. Das Perlen, noch mehr Diamanten. Ein Rubine und noch ein Smaragd und ein Topas. Ein gutes und Geschäft. Wahnsinnserzzeug. Puh, sind wir durch. Fürs Erste. Mal schauen. Jetzt wiegen wir noch 380. Seht euch wir müssen vor. Dann so oder so nochmal Zeug loswerden. Ich glaube, wir haben auch noch hier und da ein paar gestohlene Gegenstände, wie das zum Beispiel. Wir haben jede Menge gestohlene Gegenstände. Die sollten wir mal irgendwie auch nochmal loswerden. Warte mal. Da machen wir doch nochmal einen schnellen Abstecher runter nach... War das jetzt Lejavin? Nee, das war Bravil, ne? Das war, glaube ich, Bravil. Ich war schon zu lange nicht mehr hier. Weiß gar nicht, ist das schon wieder bestimmt 20.000 Jahre her, wo wir das letzte Mal hier waren. Hallo? Oder machen wir natürlich auch gleich noch das Level Up, ne? Das ist ja selbstverständlich. Da juckt es mich gerade am Hals. Ba-ba-ba. Ups. Wahrscheinlich wird die Dame wieder gar nicht zu Hause sein. Ist das halt Spiel oder ernst? Deine Mutter! Und sie ist natürlich nicht zu Hause und wir müssen natürlich wieder draußen warten. Komm, wir warten jetzt einfach mal 13 Stunden frei Haus. Wobei, das glaube ich ein bisschen zu lange. Habe ich jetzt ernsthaft gerade... Es war nicht meine Absicht, den Titel so in die Kamera zu halten. Wir wollen wieder Schleichwerbung. Und so. Hat eh keiner gesehen. Da ist er! Ist dies ein Spiel oder ernst? Das ist bitterer Ernst. Heute gibt es euch einen fantastischen Kunden. So, wieder die Stimmbänder geschmiert. Wo waren denn die Sachen jetzt hier? Das ist ein echtes Schnäppchen. Natürlich ist es das. Das ist ja auch von uns. Gift der Beschwerde. Hier, was für deine Beschwerden? Den brauchen wir nicht. Yasun Tölpelgift. Lebendecken brauchen wir eh nicht. Hier schon wieder Bannungstränke. Ein starker Trank der Feder. Den behalte ich. Den brauchen wir nicht. Die Lüte, noch ein Chamäleontrank. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Na, natürlich ist es das. Hier, die behalte ich auch mal. Die Hundszähne. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die wirklich brauchen. Knochenmark. Ja, komm, behalten wir erstmal.
Ja, tatsächlich, hier haben wir noch gestohlene Sachen. Ein Eck. Ich fühle. Heul doch. So, Zange und so weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das dem Typen da überhaupt geben können auf den Shivering Isles. Aber naja. Schatten mögen euch verbergen. Das tun sie, das tun sie. So, und in dieser Folge wieder mit Und nochmal, in dieser Folge wieder mit Blick auf den Himmel von Cyrodiil möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir dann erstmal hier drüben, wo ist es da? Da, ne? Level up und so, ne? Und ja, jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see ya!